Nach so einem Text, nach so einer Geschichte kann man nur sagen, manchmal ist Gott nicht zu verstehen. Wie oder wann er Menschen hilft und nicht hilft. Was er Menschen zumutet und nicht zumutet. Wen er am Leben lässt und wen er sterben lässt. Das ist immer wieder nicht zu verstehen. Und das tut oft weh. Und da gibt es auch gar keinen schnellen Trost bei solchen Geschichten und bei solchen Situationen. Manchmal bleiben Menschen mit Schmerzen zurück, mit offenem Mund, mit einem leeren Kopf und verstehen Gott und die Welt einfach nicht mehr. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und dir geht es ganz ähnlich. Du hast irgendwas erlebt oder du steckst in einer Situation und denkst dir, Gott, warum nur? Ich verstehe es nicht. Zurück zur Geschichte. Herodes will hart durchgreifen. Er hat es satt mit dieser Sekte als Christen, ja, die an einen Gott glauben, der angeblich auf den Himmel gekommen ist, in diesem Menschen Jesus, der dann geopfert wurde, gekreuzigt wurde und angeblich wieder auferstanden ist. Schluss damit, denkt er sich. Und Herodes greift hart durch und das Volk freut sich darüber. Seine Umfragewerte steigen sofort. Das ist ja bis heute so, gerade auch in Wahlkampfzeiten wie diesen, wo Menschen versprechen, endlich durchzugreifen. Nicht nur Reden zu schwingen, große Reden zu schwingen, da stößt das immer wieder auf ganz große Zustimmung. Aus welchem Motiv heraus und mit welcher Absicht heraus diese Menschen das versprechen, das sollte jeder ganz genau für sich prüfen. Da ist jeder selber gefragt, gerade auch in der kommenden Woche, wenn es an die Wahl nächstes Wochenende geht. König Herodes bekommt ganz schnell die Namen heraus. Jakobus ist der erste der Schüler dieses Jesus-Irrlehrer. Den kriegt er zu fassen. Und er macht kurz einen Prozess, er lässt ihn hinrichten, der Kopf wird abgeschlagen. Es müssen Zeichen gesetzt werden, ja? So darf es nämlich nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Und bis zum heutigen Tag, und das ist heute ja schon in der Einführung angeklungen, gibt es von vielen Machthabern dieser Zeit so ein brutales Vorgehen gegenüber Andersdenkende. Grausame Zeichen. Menschen, Machthaber, die hart durchgreifen und die dabei über Leichen gehen. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, erst am Mittwoch titelte das Hohenloher Tagblatt: Hinrichtungen auf Rekordniveau. Hinrichtungen auf Rekordniveau, höchster Stand seit 2015. Nach Amnesty International gab es davon mindestens 1153 im letzten Jahr, davon 853 allein im Iran. Von China, Vietnam, Nordkorea weiß man gar nichts, weil das alles geheim gehalten wird und man geht davon aus, dass es um ein Vielfaches mehr ist an Hinrichtungen. Und immer wieder das Gleiche, die einen sind geschockt und entsetzt und andere freuen sich. Endlich greift mal jemand durch. So geht es ja schließlich nicht weiter. Hingerichtet wird allerdings nicht nur physisch, körperlich, sondern immer auch verbal und psychisch. Und das gibt es dann aber auch in jedem Land und in jeder Stadt. Das gibt es auch bei uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir scheint es so, dass wir als Gesellschaft zunehmend weniger in der Lage sind, Andersdenkende stehen zu lassen. Ich glaube, und die Meinungsfreiheit in unserem Land ist stark gefährdet. Corona war da so ein Stresstest für unser Land. In den letzten Wochen werden immer wieder Politiker aller Parteien angegriffen, erst gestern wieder. Andere werden auf offener Straße niedergestochen, wie in Mannheim am Freitag. Gemeindehäuser werden beschmiert, wo Christen sich klar zu ihren Werten positionieren. Und es ist schon interessant, wie schnell da bei manchen Menschen Schluss mit der hochgelobten Toleranz ist in unserem Land. Damals hat das harte Durchgreifen der herrschenden Gewalt, der staatlichen Gewalt sozusagen, ein Großteil des Volkes durchaus zugesagt und gefallen. Endlich ein starker Mann an der Spitze, dachten einige. Der weiß wenigstens, was er will. Er redet nicht nur,
der tut auch was. Und das war ja erst der Beginn von sehr harten Zeiten, die Christen später noch erfahren sollten. Ganze Verfolgungswellen hat Christen immer wieder ergriffen. Und die Gemeinde damals, sie betet ohne aufzuhören. Alle beten, wo sie auch sind, und trotzdem wird Jakobus getötet. Und er ist nicht der Erste. Vorher war Stephanus der gesteinigt wurde. Auch da ging es um den Grundsatz, es gibt Grenzen, Ordnung muss sein, wir müssen unseren Glauben und unseren Gott verteidigen. Glaubenskampf mit allen Mitteln, auch das gibt es bis heute. Und ich frage mich immer, was ist das für ein Gottesverständnis, für ein Gottesbild, dass ich meinen Gott verteidigen muss? Wir lesen, nun ist auch Petrus verhaftet. Am nächsten Tag soll eben der Prozess gemacht werden. Verstehen kann man das alles nicht. Johannes weint um seinen Bruder Jakobus. Wie sehr hat er gebetet, wie sehr hat auch die Gemeinde gebetet, dass Gott ihn bewahrt, dass Gott ihn beschützt. Er war doch auch einer der Zwölf und er war doch so wertvoll für die Gemeinde. Andreas, der Bruder von Petrus, auch einer der Zwölfen, auch er hat gebetet. Auch da hat die Gemeinde gebetet. Andreas aber weint am Ende nicht vor Trauer, sondern vor Freude. Petrus lebt. Petrus wurde auf wundersame Weise gerettet. Alle weinen vor Freude. Die ganze Gemeinde weint vor Freude. Aber Jakobus ist tot. Verstehen kann man das nicht. Jakobus ist bei Gott. Sein Leben hier ist zu Ende. Er ist da, wo es keine Tränen mehr gibt, so bekennen wir es als Christen. Er ist bei Christus, beim Auferstandenen. Johannes trauert, er muss seinen Bruder Jakobus loslassen, dass er ihn zu dem Gott hinlässt, an den Jakobus geglaubt hat. Das ist für ihn ein Trost, ja. Und trotzdem ist es ein brutal schmerzlicher Verlust für ihn und für die ganze Gemeinde. Petrus aber ist noch hier. Petrus kann weiter wirken. Andreas ist getröstet, kann seinen Bruder wieder in die Arme nehmen. Andreas dankt Gott, dass er seinen Bruder wieder hat. Da sind alle Erklärungsversuche verboten. Wir können Gottes Führung manchmal nicht verstehen. Es bleibt ein Geheimnis, warum manche noch auf der Erde sind, während andere sie frühzeitig verlassen mussten. Bonhoeffer hat einmal geschrieben, im Schicksal die Führung Gottes wahrzunehmen und dabei nicht an sich und auch nicht an Gott zu verzweifeln, bleibt eine beständige Aufgabe. Im Schicksal die Führung Gottes wahrzunehmen und dabei nicht an sich und auch nicht an Gott zu verzweifeln, bleibt eine beständige Aufgabe. Das schreibt einer, der bekanntlich ja durch viel Leid gegangen ist und der am Ende wie Jakobus hingerichtet wurde. Von dem her sind das beeindruckende Sätze, die er da schreibt, nachdenkenswerte Sätze. Und doch bleiben es die Sätze von Bonhoeffer. Sie sind seiner Erfahrung, seiner Überzeugung heraus entsprungen und sie müssen noch nicht gleich zu unserer Überzeugung werden. Bei manchen mag sich vielleicht auch Widerstand regen, weil sich ihm die Frage auftritt, nun, ist jedes Schicksal nun Führung Gottes? Nun, es heißt ja nicht, das Schicksal als Führungsgottes wahrzunehmen. Vielleicht wäre es auch besser zu schreiben, trotz Schicksal die Führung Gottes noch wahrzunehmen, bleibt eine beständige Aufgabe. Es wird immer wieder Dinge in unserem Leben geben, die können wir nicht verstehen. Die sind einfach nicht zu verstehen und auch nicht zu erklären. Und da gilt es, vorsichtig zu sein mit schnellen, frommen Floskeln. Ich war vor einigen Wochen auf dem Bundesrat unserer Bundesgemeinschaft und da ist es Tradition, dass an einem Tag die Namen der Verstorbenen des letzten Jahres vorgelesen werden. Und in der Regel sind das alles Menschen zwischen 75 und 95, die man, und plötzlich lese ich die Zahl 52. Und ich sehe den Namen. Und es ist ein Studienkollege von mir, mit dem ich Gemeinde gebaut habe in Elstal. Plötzlich verstorben. Auf tragische Weise, ein Zug hat ihn erfasst, weil der Bahnüberschrank nicht gesichert war. Warum, Gott?
Er hat dir doch gedient. Wie kann das sein? Und jetzt seine Familie? Das ist doch irgendwie ungerecht. Es ist und bleibt nicht zu erklären. Und wahrscheinlich kennt ihr alle ähnliche Beispiele, die uns nur Kopfschütteln lassen, zurücklassen und denken, ich kann es nicht fassen. Und es bleibt zu wünschen übrig, dass wir in solcher Situation dann in der Lage sind, dem Unverständlichen in unserem Leben dieses Trotzige dennoch entgegenzuhalten, von dem Asaf im 73. Psalm schreibt. Nachdem er diese bodenlose Ungerechtigkeit auf der Erde beobachtet hat, vor allem, dass es den Gottlosen so gut geht und den Gottesfürchtigen so schlecht, ruft er dennoch aus, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ihr Lieben, in den Krisen des Lebens, in den Krisen des Lebens zeigt sich, ob unser Glaube Bestand hat oder alles am Ende nur Frömmelei war. Nice to have, sozusagen. Psalm 68, Vers 20 heißt es, Gott legt uns Lasten auf, aber er hilft auch, sie zu tragen. Das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass man zunächst vielleicht denkt, ich werde das nicht schaffen. Meine Kraft reicht nicht aus. Wie soll das gehen? Ich sehe keine Zukunft mehr. Und manchmal und nicht immer, aber manchmal man im Nachhinein sieht, ich weiß nicht wie, aber es ist, ich habe es geschafft. Ich stehe wieder auf den Füßen. Ich bin wieder im Leben angekommen. Gott hat mir geholfen. Paulus schreibt einmal etwas Ähnliches, als es um das Thema Versuchung geht. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, der euch nicht versuchen lässt über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Manchmal ist Gott nicht zu verstehen. Ein zweites. Die Gemeinde betet, anhaltend treu für die, die leiden. Ihr kennt das Wort, Not lehrt bekanntlich beten. Und ich frage mich, vielleicht beten wir nicht mehr allzu viel, weil wir nicht wirklich Not haben. Oder weil wir unsere Augen vor der Not da draußen verschließen, vielleicht sogar vor meiner eigenen Not verschließe, nicht hinschauen will. Die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi, so lesen wir es im Neuen Testament, der Körper Jesu hier auf Erden. Und dessen sollten wir uns immer wieder bewusst machen, wir vergessen das so schnell. Aber es hat doch so einen großen Einfluss auf unser Miteinander, auf unseren Umgang miteinander. Paulus schreibt an die Christen in Korinth einmal, da greift er dieses Bild auf, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, der Fuß und so weiter. Und dann, wenn ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen mit ihm. Alle für einer und einen und einer für alle, das ist so die moderne Übersetzung. Das Wohlergehen deines Bruders, deiner Schwester in der Gemeinde geht dich etwas an. Warum? Weil Christus uns zusammengestellt hat in diese Gemeinde. Du bist Teil seines Leibes. Darum. Wir gehören zusammen. Wir stehen zusammen. Und wenn ein Teil leidet, leiden alle mit. Sie sind betroffen. Sie fühlen den Schmerz, versuchen den Schmerz mitzufühlen. Sie beten darum füreinander, für die Menschen, die in Not geraten sind. Die Gemeinde ist keine Firma, ist auch keine Programmgemeinde, wo es um Produkte, um Arbeit, um Aktionen gehen, als wäre das das Wichtigste. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus von Menschen. Der Mensch zählt in der Gemeinde, nicht das Programm, nicht die Aktion. Und wenn Mitglieder in der Gemeinde leiden oder in Lebensgefahr sind oder in Not geraten sind, betet die Gemeinde ganz treu für sie. Nur ein frommer Wunsch? Immer wieder ja, leider. Immer wieder ja, leider. Und doch haben kranke und notleidende Menschen in den Gemeinden immer wieder erfahren, dass das Gebet Wirkung gehabt hat. Und sie im Nachhinein sagen konnten, das Gebet hat mich getragen. Ohne das Gebet hätte ich es nicht geschafft. Dieses persönliche Gebet in Anspruch zu nehmen, nach dem Gottesdienst zum Beispiel, bei uns hinten in der Gebetsoase oder in deinem Hauskreis, füreinander zu beten, mach davon Gebrauch.
es wird nicht wirkungslos bleiben. Es wird Auswirkungen haben auf dein Leben. Manchmal muss ich mich aber doch von Jesus die Frage gefallen lassen, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet oder nicht bittet. Ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Und deshalb frage ich mich immer wieder, zuallererst, wie sehr schreibe ich mir eigentlich auf die Fahne, für andere Menschen zu beten? Wie schnell gerät das im Hintergrund, weil wir ja alle so beschäftigt sind? Wie nah bin ich eigentlich dem anderen? Geht mich seine Not überhaupt was an? Berührt mich sein Schicksal? Oder geht es am Ende nur um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Belange? Aber ihr Lieben, selbst wenn Gemeinde betet, muss eine Gemeinde damit umgehen lernen, dass Gott nicht alle Gebete erhört, so wie sie sich wünscht. Jakobus ist getötet worden. Es gab viele Märtyrer unter den Christen. Wir haben es vorhin auch gehört. Es wird nicht jeder aus seinem Leid gerettet werden. Es wird nicht jeder geheilt werden. Auch die Gebete der Gemeinde können nichts erzwingen. Und trotzdem sind wir aufgefordert zu beten. Lukas 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Ich glaube, eine Gemeinde, die betet, wird immer wieder auch Wunder erleben. Und ich bin mir sicher, dass einige der Wunder heute hier sitzen, die erfahren haben, dass Gebet sie gerettet hat, dass Gebet sie aus ihren Gefängnissen befreit hat. Und noch etwas können wir von den ersten Christen lernen. Sie beten anhalten, und zwar für Christen, die verfolgt werden, die in Gefängnissen sitzen, die gefoltert werden. Das ist ja heute schon angeklungen. Christen sind auch in unserer Zeit heute die größte Glaubensgemeinschaft weltweit, die verfolgt wird. Es wartet also nicht nur der Tod auf viele Christen, sondern da ist es oft verbunden mit Folter, langen Inhaftierungen, Verfolgungen. Besonders in Ländern, wo der Islam Staatsreligion ist. Da kann der Besitz der Bibel dich schon in den Knast bringen. Ich habe euch mal den Weltverfolgungsindex von Open Doors mitgebracht. Alles, was dunkelrot ist, extrem hohe Verfolgung. Was orange ist, sehr hoch, und gelb hoch. Um nur mal die ersten 10 Länder zu nennen, weil es recht klein ist: an erster Stelle Nordkorea, Somalia, Libyen, Eritrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran, Afghanistan, Syrien, Saudi-Arabien, die ersten 12. Und ihr Lieben, wir haben es Gott sei Dank heute schon getan. Wir sollten für diese Menschen, für diese Brüder und Schwestern immer wieder auch beten. Wir kennen ihre Namen nicht, wir kennen ihre Umstände nicht, ihre Familien nicht. Aber vielleicht stehen sie eines Tages mal vor uns und sagen, ohne euer Gebet hätten wir es nicht geschafft. Ein drittes: Engel erkennt man oft erst im Rückblick. Wie sprechen Engel eigentlich? Nein, nicht Englisch. Woran erkennt man eigentlich Engel? Der Engel, der Petrus aus dem Gefängnis geführt hat, der hat ihm zuallererst einmal ordentlich in die Rippen gestoßen. Steh auf, schnell, hat er ihm gesagt. Zieh dich an, los, nimm deine Sandalen, nimm deinen Gürtel. Nimm deine Schuhe, willst du so los? Nimm den Mantel. Auf geht's, los, folge mir. Mach schon. Und ich stelle mir vor, wie Petrus so sich dachte, wer bist du eigentlich? Arbeitest du hier? Hat dich Herodes geschickt? Hat dich die Gemeinde geschickt? Er ist so schlaftrunken und torkelt dem hinterher. Er tut das, was der Fremde ihm sagt, aber er kann es eigentlich nicht wirklich begreifen. Der Engel sagt Petrus eigentlich ganz einfache Sachen. Nichts Spektakuläres. Und kein Wunder, dass Petrus ihn gar nicht als Engel erkennt, zunächst zumindest. Er folgt ihm im Traum, wie er denkt. Warum nicht einmal von der Freiheit träumen, nicht wahr?
Warum nicht davon träumen, dass alles ganz anders sein könnte im Leben, so tun, als ob man sich frei bewegen könnte, das Gefängnis verlassen, Freiheit, was für ein schöner Traum. Die Ketten fallen ab, die Wachen schlafen, die Türen gehen so auf wie mit Lichtschranke. Petrus folgt dem Fremden, niemand verfolgt sie und an der nächsten Straßenecke ist der Mann weg. In Luft aufgelöst, wie von einer anderen Dimension verschluckt. Und Petrus geht auf einmal die Augen auf und er denkt sich, wahrhaftig, jetzt weiß ich, dass der Herr mir einen Engel gesendet hat. Das sagt Petrus erst am Schluss seines Weges mit dem Engel. Rückblickend, wow, da hat Gott mir einen Engel geschickt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe keine Probleme mit der Vorstellung, dass Gott himmlische Botschafter in Menschengestalt schicken kann, senden kann. Davon gibt es auch wundersame Berichte von Christen, vor allem von Christen, die verfolgt werden. Und ich erinnere mich, mancher von euch vielleicht auch, es gab früher so ein ockergelbes Buch, das hieß Engel in Aktion. Das war voller Geschichten, wo Menschen Engel begegneten. Eher habe ich ein Problem damit, dass Engel mittlerweile dermaßen eine zentrale Rolle zugeschrieben wird, eine entscheidende Rolle, dass Jesus, dass Christus außen vor bleibt. Völlig in den Hintergrund gerät. Die Buchhandlungen sind voll esoterischer Literatur, da geht es um Engelwesen und so weiter und so fort. Ich habe auch kein Problem damit, dass Gott mir ganz normale Menschen schicken kann und die mir zu Boten werden, zu Engeln Gottes werden, die mir sagen, was ich tun soll, tun kann, die mich herausführen aus meiner Situation, die plötzlich aber auch wieder aus meinem Leben weg sind, in dem Moment, wo ich wieder selber Boden unter den Füßen habe und wieder selber laufen kann. Und meine Erfahrung ist, dass diese menschlichen Engel, die Gott mir in den Weg da schickt oder ja, die da plötzlich auftauchen, mir in der Regel oft Dinge sagen, die eigentlich normal sind, nichts Spektakuläres und die ich auch gut von ihnen annehmen kann. Steh auf, der Engel gesagt, vergiss den Mantel nicht. Oder er sagt, du schaffst das, vertrau Gott, hab Geduld. Versuch's nicht alleine. Kann auch sein, dass der Engel dir sagt, such dir Hilfe. Und endlich tust du's. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder Boten, Engel schickt und im Rückblick erst merken wir, wie unglaublich wichtig diese Boten für diese Situation in unserem Leben waren. Sie haben uns vielleicht ermahnt, vielleicht haben sie uns getröstet, vielleicht haben sie uns begleitet, ein Stück unsere Wegstrecke und waren dann wieder weg. Ich meine aber, wenn Gott uns Menschen, Boten schickt, dann brauchen wir dennoch immer neben der Bereitschaft auch den Mut, ihnen zu folgen. Anders werden wir Freiheit nicht erleben vielleicht. Und ich glaube auch, dass Gott uns selber als Boten gebrauchen möchte, dich als Boten gebrauchen will in dieser Zeit. Vielleicht merken wir das oft gar nicht. Wir ermutigen andere auf ihrem Weg, wir hören von ihrer Not, wir beten für sie. Eigentlich sagen wir ihnen nur das Naheliegende, aber plötzlich weckt sie das irgendwie auf. Plötzlich ermutigt sie das, plötzlich rettet sie das vor irgendwas. Gott will dich gebrauchen als Bote für andere Menschen. Wenn Gott uns allerdings als Bote auch gebrauchen möchte, dann braucht es für uns auf unserer Seite immer wieder auch Mut, auf Menschen zuzugehen. Ihnen vielleicht auch voranzugehen, sie zu begleiten. Das ist nicht immer einfach. Und als viertes und letztes, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind zur Freiheit berufen. Jesus weist seine Zuhörer in einem anderen Zusammenhang einmal darauf hin, dass Wunder immer auch Zeichen sind. Ja, Johannes 6,30, da geht es um die Brotvermehrung. Die Leute werden erstmal satt. Und dann spricht er davon, er ist das Brot des Lebens, durch das man echtes Leben bekommt. Also das Wunder auf der einen Seite, die Menschen werden satt und dann der Hinweis, er ist das Brot des Lebens. Wunder sind auch Zeichen. Wunder weisen immer noch auf etwas anderes hin. Sie haben immer auch einen höheren Sinn. Sie sind beispielhaft, sie wollen in unser Leben übertragen werden.
Und ich glaube, diese Befreiungsgeschichte von Petrus, die will über etwas hinausweisen. Es geht um Petrus und die Gemeinde, ja, aber es geht auch um dich und um mich. Wir sollen da mit hineingenommen werden in dieses Wunder. Denn auch wir können in Gefängnissen sitzen. Auch wir können in Gefängnissen sitzen. Auf unserem Gefängnis steht nicht Jerusalemer Stadtgefängnis, wie das damals vielleicht war. Auf unseren Gefängnissen steht vielleicht Lebensangst, Selbstmitleid, Schwermut. Vielleicht sind es die hohen Ansprüche an uns selbst, die uns gefangen nehmen. Vielleicht sind es die Forderungen anderer, denen wir uns gegenüber nicht abgrenzen können. Vielleicht ist unser Gefängnis die Sucht oder so eine Wunde, jahrelange Wunde, die wir immer wieder lecken, weil sie immer wieder aufgeht. Unsere Schuld, unsere Sünde, unser Egoismus, unser Stolz, all das können Gefängnisse sein, in denen wir sitzen. Aber lass dir heute Morgen sagen, Gott kann und Gott möchte in dein Gefängnis hineinkommen. Wie auch immer es aussehen mag. Wenn einer in der Lage ist, in dein Gefängnis hineinzukommen, an den Ort zu kommen, wo sonst keiner hinkommt, dann ist das Gott. Und die Jünger damals hatten das erfahren, als Jesus gekreuzigt wurde, haben sie sich verbarrikadiert, verriegelt die Türen vor lauter Angst. Und plötzlich steht Jesus mitten im Raum, obwohl alles verschlossen war. Und was macht Jesus? Er verurteilt sie nicht. Was seid ihr nur für Angsthasen? Mit euch kann man ja gar nichts anfangen. Nein, er sagt, Friede sei mit euch. Er bringt ihnen Frieden. Er bringt ihnen Frieden. Und das Gleiche gilt auch dir. Er verurteilt dich nicht, sondern er will dir Frieden bringen und er will Freiheit in dein Leben bringen. Wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei, heißt es an einer Stelle. Gott will Licht in unser Dunkel bringen. Gott sendet dazu vielleicht auch Boten in dein Leben. Boten, die dich aufwecken, die dich ansprechen. Vielleicht auch, die dir mal einen Stoß in die Rippen geben. Die vielleicht auch vor dir hergehen. Und manchmal sagt Gott dir Worte wie in Jesaja 43, Vers 19. Ich will was Neues schaffen. Erkennst du es denn nicht? Siehst du nicht, was ich in deinem Leben tue? Ihr Lieben, unsere Freiheit soll kein Traum bleiben. Wir sind als Kinder Gottes zur Freiheit berufen, sagt Paulus, lasst euch nicht wieder das Joch aufspannen oder unter das Joch spannen. Und ich glaube, der Weg in die Freiheit ist vielmehr ein Weg. Und weniger eine einmalige Aktion. Und ich glaube, wir brauchen dazu immer wieder auch Boten, Engel, die Gott uns an die Seite stellt. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, Mentoren, Begleiter, die uns immer wieder auch in die Rippen stoßen. Die das auch dürfen, weil sie uns kennen, weil sie uns lieb haben, weil sie um unsere Situation wissen. Und sind wir doch mal ehrlich, jeder hat sein Paket zu tragen. Keiner kommt im Grunde heil durchs Leben. Es gibt keinen Menschen ohne Schatten. Auch wenn in manchen Gemeinden manchmal der Eindruck entsteht, es gäbe tatsächlich solche Menschen. Menschen ohne Schatten, Menschen, die irgendwie scheinbar heil durchs Leben kommen. Das ist ein Trugschluss. Und so manches Mal wünschte ich mir unter uns Christen mehr Sein als Schein. Mehr Echtheit, mehr Offenheit. Das kann man nicht vorschreiben, das muss jeder selber beginnen. Sich zu zeigen. Ich glaube, wir brauchen ein Leben lang Helfer, Begleiter, Menschen, mit denen wir offen und mit Gott über unser Leben sprechen können. Und deshalb ist Gemeinde so wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass wir unter uns immer mehr diese Offenheit wagen und pflegen, dass wir aufrichtig und liebevoll miteinander umgehen und uns in dieser Weise auf den Weg zur Freiheit oder in die Freiheit unterstützen. Und ich frage dich heute Morgen, wärst du dazu bereit, andere zu unterstützen auf dem Weg in die Freiheit? Amen.